Annabelle, ich verstehe nun, wie sehr ich dich in unseren 5 Jahren der Ehe geliebt habe. Als ich eines Morgens in die Küche zum Frühstück lief und dich bequem am Tisch sitzen sah, waren alle Schmetterlinge in meinem Bauch plötzlich weg. Seitdem du zu unserem ersten Date Ja sagtest, waren sie eigentlich jeden Tag da. Du kräuseltest deine Nase, gabst mir ein halbes Grinsen und sagtest sicher. Die Begeisterung, die ich fühlte, war so überwältigend, dass ich tatsächlich alle Pornos von meiner Festplatte löschte. Eine winzige Stimme in meinem Hinterkopf warnte mich aber, dass du mich eines Tages sehr verletzen würdest. Sie fragte mich, wie ich jemals einem anderen Menschen so viel von meinem Herzen geben könnte und dennoch so ignorant wäre, daran zu zweifeln, wie viel Schmerz es mir eines Tages bringen würde. Aber ich entschied mich, den Schmetterlingen zu folgen. Die Hälfte unserer Hochzeitsfotos mussten weggeworfen werden. Entweder weil ich die Tränen der Freude nicht stoppen konnte oder weil der Rest mich grinsend wie einen Idioten zeigte. Ich brauchte 2 Jahre, um mich in den Bildern zu erkennen, da du so strahltest. Ich war einfach nicht in der Lage, etwas anderes zu bemerken als dein nasekräuselndes, halbgrinsendes Gesicht. Als ich also in die Küche ging und nicht sofort spürte, wie mein Bauch ein Rückwärtssalto machte, war das für mich ein unbekanntes Gefühl. Es bedeutete, dass ich dich zwar als jungen Mann getroffen hatte, aber wir waren endlich erwachsen. Deine Präsenz in meinem Leben zu verankern, hat mein Verständnis davon bereichert, was Leben eigentlich bedeutet. Niemand bekommt Schmetterlinge im Bauch, nur weil er aufwacht und feststellt, dass jedes Körperteil noch dran oder die Sonne nicht ausgebrannt ist. Wir verstehen einfach, dass bestimmte Dinge für unsere bloße Existenz notwendig sind. Du warst für meine Existenz notwendig. Ich konnte mir einfach kein Leben ohne dich vorstellen. Du warst um meine Seele herumgewachsen, so wie sich dicke Reben ineinander verflechten und ihre Blumen vermischen, bis ein zufälliger Beobachter nicht mehr unterscheiden kann, wo die eine anfängt und die andere endet. Dieser Umstand war für uns beide ein Todesurteil. Ich sah zu, wie die Falten von deiner Nase wichen, da du immer weniger lachtest. Die Hälfte deiner Lippe, die immer grinste, entschied sich der Hälfte beizutreten, die überhaupt nichts fühlte. Die Leere, die an ihrer Stelle zurückgeblieben war, zerfraß meine Seele. Es war eine Sensation jenseits des Schmerzes. Mein Geist brannte, zerbröckelte und hinterließ Asche und Leere, wo einst deine Existenz geblüht hatte. Wir hatten einen jungen Sohn aus nichts anderem als unserer Liebe geschaffen. Die Aussicht, etwas so Reines mit einer so düsteren Welt zu teilen, war nur möglich gewesen, weil du ihm die Liebe einer Mutter gabst. Welches Schicksal ihn wohl treffen wird, wenn das Universum sich dazu entschließt, seine wahre Form zu offenbaren. Ich bin eines Abends im Krankenhausstuhl eingenickt, aber als ich um 19.13 Uhr aufwachte, warst du bereits weg. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass ich nie wirklich aufwachte. Ich weinte nicht, denn es war ein Ausdruck des Schmerzes der Seele und meine verbrannte zu Asche. Es gab einfach keine Tränen, um das Feuer zu löschen. Ich kann auch immer deine Stimme hören, wie sie mir sagt, ich solle wieder lieben, lachen und leben. Dein Geist hat stärker in meinem Herzen überlebt, als meine eigene Seele ertragen konnte. Der Teil deines strahlenden Geistes, der unwiderruflich in meinem verankert ist, wird beweisen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ich danke dir dafür, da ein Teil von mir mit dir begraben ist. Er wird zur Asche verbrannt und wird sich nie wieder reformieren können. Ich werde dich immer lieben, Annabelle. Ich habe diesen Brief geschrieben, um ihn in deine Tasche zu schmuggeln. Nur ein Dummkopf glaubt an ein Leben nach diesem. Und nur ein Narr würde sein Herz der Vorstellung des Teufels von Liebe unterwerfen. Ich werde es dir schenken. Dich ein letztes Mal umarmen und dich dann mit dem Großteil meiner Seele gehen lassen. Sei sorgsam. Denn was auf der Erde bleibt, wird sich immer fragen, wohin du gegangen bist. Und ob ich ein gutes Leben führe. Und wenn auch nur für einen Moment, den Ort finden kann, an dem ich dein Herzschlag ein letztes Mal fühle. Elmgrove Police Department. Beweisstück Nummer 070-42-018-19-13. Art des Zwischenfalls. Officer in Schießerei verwickelt.
Selbstmord. Zusammenfassung. Owen, Nachname entfernt. Ehemaliger Ehemann der verstorbenen Annabelle, Nachname entfernt. Brach in der Nacht des 3. Juli 2018 im Elm Grove Krematorium ein. Er suchte offenbar den Sarg, der die Überreste von Annabelle enthielt, und legte sich zu ihr. Der beigefügte Brief, Beweismittel 070-42-018-19-13, wurde in einer der Taschen des Verstorbenen entdeckt. Es ist derzeit nicht bekannt, warum er sich während des Einäscherungsprozesses versteckt hielt. Aber es wird angenommen, dass Owen wahrscheinlich den Deckel geschlossen hatte, um eine Entdeckung zu vermeiden und anschließend wohl eingeschlafen ist. Mitarbeiter des Elm Grove Krematorium stoppten den Prozess, nachdem im Krematorium Schreie ausbrachen. Sanitäter und Polizei wurden benachrichtigt, als die Angestellten gezwungen waren, auf eine ausreichende Abkühlung des Ofens zu warten, um eine Herausnahme des Sarges zu gewährleisten. Als er geöffnet wurde, konnte sich Owen befreien, obwohl er in extremer medizinischer Notlage war. Seine gesamte Oberhaut, Epidermis, war verbrannt. Eine spätere Analyse ergab, dass auch 40% seiner Lederhaut, Dermis, verbrannt worden war. Das Opfer sprang mit einem schreienden Flehen auf einen der Elm Grove Police Officers zu. Er schießt mich und beendet meine Qualen, wenn ihr eine Seele habt, heißt es in einer Aufnahme der Bodycam eines der Officers. Die Zeugen konnten entweder nicht reagieren oder flohen gänzlich vor der Szene. Owen fehlten beide Augenlider. Sein linkes Auge, beide Lippen, beide Ohren und der größte Teil seiner Kopfhaut. Die Reste seiner Kleidung waren mit der innersten Hautschicht verschmolzen und das Blut des Opfers trat aus offenen Wunden mit einer Temperatur aus, die hoch genug war, um zu kochen, als sie mit der Außenwelt in Berührung kam. Owens erster Versuch, die Dienstwaffe eines nahegelegenen Officers zu stehlen, wurde abgewandt, aber wie der Videobeweis zeigte, konnte der Officer nicht standhalten, ohne dabei umzufallen. Spätere Analysen belegten, dass sich die Haut des Opfers durch minimale Krafteinwirkungen von seinem Körper ablöste. Als Ergebnis endete jeder Versuch zu stehen damit, dass die Hautschicht vom Muskelgewebe wegglitt und ein weiteres Zusammenbrechen mit sich führte. Das Opfer konnte schließlich einen anderen Polizeibeamten erreichen, der aufgrund des Schocks nicht in der Lage war, sich zu bewegen. Owen griff nach der Dienstwaffe des Officers und ein Kampf folgte. Videobeweise zeigen, dass das Gefecht endete, als drei Finger des Opfers von seiner Hand abgerissen wurden. Zu diesem Punkt erstarrte der Officer noch einmal vor Schock, seine Dienstwaffe noch immer ausgestreckt und deutete auf das Opfer. Owen streckte seine intakte linke Hand aus und drückte den Abzug. Er traf seinen eigenen Torso. Der Schuss war nicht sofort tödlich. Sanitäter versuchten Owen in die Notaufnahme zu bringen. Bei seiner Ankunft wurde er aber für tot erklärt. Anmerkung. Owen schrie wiederholt, es tut so verdammt weh. Ich wünschte, ich hätte sie nie getroffen. Und Lucifer, nimm einfach ihre Seele, anstatt meine zu foltern. Der Sohn des Opfers wurde Zeuge sowohl des Schreins als auch der anschließenden Erschießung des Vaters. Seit diesem Vorfall hat er kein einziges Wort mehr gesprochen. Darren, Nachname entfernt, ist 6 Jahre alt.